In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Range Limiter Mod befestigst. Du benötigst dein Kernrohr, beide Hälften des Range Limiter Mods, die dazugehörigen 4 M2 10mm Schrauben und einen nicht zu großen Schraubenzieher. Achte zuallererst darauf, dass dein Kernrohr so sauber wie möglich ist. Falls Kleberückstände vorhanden sind, müssen diese entfernt werden. Jetzt die Schrauben der Reichweitenbegrenzung zur Hälfte vorschrauben. Diese schneiden sich selbst das Gewinde in die Führungen. Jetzt die Reichweitenbegrenzung locker auf das Rohr schrauben, sodass die Position immer noch korrigiert werden kann. Habt ihr die maximale Reichweite eures Stabes gemessen, an der die Reichweitenbegrenzung festgeschraubt werden soll, könnt ihr jetzt mit dem Schraubenzieher gleichmäßig die 4 Schrauben anziehen. Achtung, die Schrauben nur so weit anziehen, bis die Reichweitenbegrenzung fest am Rohr sitzt. Schraubt ihr sie zu weit hinein, kann das Material brechen. So, viel Spaß mit eurer neuen Reichweitenbegrenzung.